Vor dieser Herausforderung stehe ich selbst, weil ich zuständig bin für die Lehrerausbildung. Zumindest mit der Lehrerausbildung von Grundschullehrern in Bayern betreut bin. Das heißt, die Herausforderung für mich stellt sich so dar, dass ich bilde die zukünftigen Lehrer aus. Im Rahmen der Ausbildung schicke ich sie aber in Schulen der Vergangenheit. Und sie machen Erfahrungen in der Schule, und diese Erfahrungen sind oft gewichtiger oder sie bewerten sie als gewichtiger als das, was sie theoretisch an der Universität lernen. Und so reproduziert sich das System immer wieder. Das heißt, weil ich, auch wenn ich meine, wenn die Studenten entsprechend ausgebildet sind, schicke ich sie eben in Schulen der Vergangenheit. Das, was sie theoretisch gelernt haben, können sie in der Praxis nicht umsetzen. Sie erleben es nicht als gewinnbringend, als sinnvoll, als machbar. Und das ist ein Teufelskreis. Da herauszukommen, ist sehr schwierig.